Ani ist die tausendjährige Hauptstadt der christlichen Armenier. Vor 600 Jahren aufgegeben. Sie liegt 50 Kilometer östlich der heute türkischen Stadt Kars. Auf einem Plateau, an drei Seiten von einer Schlucht umgeben. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses beginnt Armenien. Sprengungen in den Steinbrüchen jenseits der Grenze bedrohen die Ruinen in dieser archaischen Landschaft. Auf der türkischen Seite fehlt jeder Hinweis auf die armenischen Ursprünge der einstigen Hauptstadt. Von Restaurierung ist kaum etwas zu sehen. Die Ruinenstadt Ani steht für die wechselhaften Beziehungen zwischen zwei Völkern und zwei Ländern, die sich nah und doch so fern sind. Die Grenze ist für ihre Bewohner bislang unüberbrückbar. Die Armenier in der Türkei leiden unter einem tiefen Trauma. Beinahe ein klinischer Fall. Und die Türken leben in einer Paranoia. Beides ist nicht gesund. Beides ist krankhaft. Beides führt uns nicht zu einer Lösung. Beide Patienten müssen eine Therapie durchmachen. Das einzige Rezept dafür ist ein Dialog unter diesen beiden Völkern. Das Verständnis, ja, eine gegenseitige Empathie. Ich denke, wir müssen versuchen, dazu unseren Beitrag zu leisten. Ich danke Ihnen. Oğlum aradı cebimden. Mama neredesin? Mein Sohn rief mich auf meinem Handy an. Mama, sagte er, wo bist du? Bitte fang an zu beten. Seine Stimme zitterte so fürchterlich, ich dachte, ihm sei etwas passiert. Ich sagte, bleib, wo du bist, ich komme sofort. Mama, babama bir şey mi oldu dedi. Kurz darauf rief meine jüngere Tochter an, fragte, Mama, ist Papa etwas passiert? Da wusste ich auf einmal, jetzt ist es geschehen. Alle werden jetzt auf uns schauen, auch auf mich. Ich sagte mir, wir werden diesen Weg, der vor uns liegt, aufrecht und mit erhobenem Kopf beschreiten. Weder ich noch mein Mann werden uns beugen und auch meinem Glauben, den werde ich nicht erniedrigen lassen. Es war wie der jüngste Tag. So viele Menschen waren da. Ich sah die Blutlache auf dem Bürgersteig. Ich konnte nicht hinschauen. Später ging mir durch den Kopf, ich müsste auch da liegen. Der armenische Journalist Hrant Dink, Herausgeber der Zeitung Agos, die Furche, wird am 19. Januar 2007 vor dem Redaktionsgebäude seiner Zeitung in Istanbul mit drei Schüssen niedergestreckt. Der Mord löst eine unerwartete Welle von Emotionen aus. Wut und Empörung, Solidarität und Ohnmacht liegen dicht beieinander. Auch die Kondolenzbesuche und beschwichtigende Reden der Politiker besänftigen die Menschen nicht. Sie stehen auf. Sie marschieren, sie schreien, wir sind alle Armenier, wir sind jetzt alle Hrant.
und fasst endlich die Mörder. Kapıdan tanıdığım bir insandı. Hrant Dink. Ich kannte Hrant Dink gut und ich mochte ihn sehr. Ich spüre einen Schmerz, der größer ist, als wenn ich einen nahen Verwandten verloren hätte. Ich verurteile diese Morde. Ich verurteile den Krieg. Hrant war nicht nur ein Armenier. Er war nicht nur einer aus der Türkei. Er war ein Mensch. Ein Mensch, der über all dem stand. Ich kann nicht beschreiben, wie traurig ich bin. Wir sind nun alle traurig, aber wir sind auch alle in einem gewissen Sinne verantwortlich für seinen Tod. Vor allem jene tragen an seiner Ermordung Verantwortung, die den Paragraphen 301 durchsetzen wollten und gegen unseren Bruder Kampagnen geführt, ihn als Landesverräter, als Feind der Türken zur Zielscheibe gemacht haben. Sie sind in erster Linie verantwortlich. Aber auch wir tragen eine gewisse Schuld. Er wurde getötet wegen seiner Gedanken, die dem Staat nicht genehm waren. Wir haben jemanden umgebracht, dessen Gedanken wir nicht ertragen konnten. Egal wie alt die Mörder sein mögen, ob 17 oder 27, egal wie sie heißen, wir wissen, dass sie alle einmal Babys waren. Solange wir diese Finsternis nicht hinterfragen, die aus diesen Kindern Mörder gemacht hat, werden wir in dieser Gesellschaft nichts ändern können. Hiçbir olay ve davranış o cenazedeki... Nichts, kein Ereignis, kein Verhalten wird die eindrucksvolle Erinnerung an den Trauermarsch für Hrant hinwegfegen können. Mit rund 200.000 Menschen. Die türkische Gesellschaft hat sich seiner angenommen, hat verstanden, dass sie nur auf diesem Wege mit ihrem Gewissen ins Reine kommen kann. Sie hat diese Sensibilität bewiesen. Unter den Trauernden waren alle sozialen Schichten vertreten, alle Konfessionen, alle politischen Richtungen. Das hat uns vor Augen geführt, dass wir bis dahin auf der Bildoberfläche nicht klar erkennen konnten, dass diese Menschen in ihren Herzen schon in der Lage sind, diese Schwellen zu überschreiten. Hrants Tod hat sie eben dazu bewogen, diesen Schritt zu vollziehen. Warum wurde ich zur Zielscheibe gemacht? Klagt Dink kurz vor seiner Ermordung unter dieser Überschrift an. Denn er wird wegen Herabsetzung des Türkentums nach dem berüchtigten Paragraphen 301 zu 6 Monaten Haft verurteilt. Obwohl er im Vergleich zu Pamuk und anderen seine Kritik vorsichtiger formulierte. In den Augen nationalistischer Fanatiker gilt Dink von nun an als vogelfrei. Er schreibt noch, er fühle sich wie eine Taube im Gewühl einer Großstadt. Vielleicht etwas ängstlich, aber frei. Und ich weiß, Tauben erschießt man hier bei uns nicht. Was hat Hrant Dink gefährlich gemacht für bestimmte Kreise in der Türkei? Ich denke genau das. Genau das, dass er die so etablierten Grenzziehungen, diese scheinbar naturgegebenen Identitäten, hier Türken, hier Kurden, hier Muslim, hier Säkularist, hier Alevite, hier Sunnit, dass er versucht hat, die zu hinterfragen. Weil nur, wenn diese Identitäten so klar voneinander abgegrenzt sind und nur, wenn sie alle scheinbar unterschiedliche Ziele haben und nur, wenn sie alle scheinbar in Konkurrenz darum stehen, wer denn nun im Staat das Sagen hat, nur dann ist eigentlich so ein autoritärer Charakter des Staates fortführbar.